Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die AfD versteht es ja auf einmal wieder, freie Marktwirtschaft und soziale Marktwirtschaft durcheinander zu bringen. Ich will Ihnen noch mal sagen, Herr De Fernandes, wir leben in einer sozialen... Herr Wirtschaftsminister, ich habe heute mehrfach den Hinweis gegeben, dass Herr De Jesus Fernandes mit seinem korrekten Namen angesprochen werden soll. Ich bitte auch Sie, sich daran zu halten. Herr Kollege von der AfD, ich will Ihnen noch mal sagen, wir leben hier in Deutschland in der sozialen Marktwirtschaft, die durch Ludwig Erhard begründet worden ist. Wie Sie von freier Marktwirtschaft reden können, entzieht sich mir jeder Grundlage. Also ich will Ihnen nur anheimstellen, sich sozusagen mit der Rechtslage in Deutschland auseinanderzusetzen. Das wäre der erste Hinweis. Die zweite, ich will nur einige Dinge aufgreifen, die Sie hier sozusagen kritisiert haben. Die deutsche Einheit wurde 1990 wieder vollzogen. Und eine der entscheidenden Dinge zur deutschen Einheit war, die Infrastruktur aufzubauen, die Industrie wieder auf Vordermann zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen und dafür zu sorgen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland erreicht werden können. Das ist die Aufgabe des Grundgesetzes. Und dazu wurde der Solidaritätszuschlag auch eingeführt und er wird durch alle, die arbeiten, gezahlt. Das will ich Ihnen nochmal sagen, in Ost und in West. Das müsste Ihnen zumindest jetzt auch mal klar werden, wenn Sie hier im Mecklenburg-Vorpommern im Landtag großspurige Reden halten wollen. Die Grundlagen dieser Republik müssten Sie auch akzeptieren können. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, dass Sie einen Antrag gestellt haben, der fordert, dass eine objektive Überprüfung und Bewertung der politischen Handlungen der Landesregierung sowie der interministeriellen Arbeitsgruppen und Maßnahmen durchgeführt wird, um den Nutzen für die Allgemeinheit und deren Wirksamkeit einzuschätzen. Soweit, so gut. Daraufhin will ich Ihnen zumindest zurufen, dem Kabinett wurde bereits im Jahre 2015 ein Abschlussbericht gegeben. Die interministerielle Arbeitsgruppe hat einerseits bessere Rechtsetzung, Regulierung und Bürokratieabbau mit einem Maßnahmenkatalog für Bürokratieabbau und Deregulierung im Bestand des Landesrechts und für seine nachhaltige Rechtsetzung des Landes vorgelegt. Da können Sie gerne nachlesen. Das Mittelstandsgesetz ist die Verfassung für den Mittelstand. Das, was Sie einfordern, kann dort nicht geleistet werden, denn Deregulierung ist eine Aufgabe aller Ministerien, die hier im Land Mecklenburg-Vorpommern agieren. Des Weiteren will ich Sie darauf hinweisen, geht es darum, dass Sie beantragt haben, bis zum 29.12. dieses Jahres einen Mittelstandsbericht und damit über den Bürokratieabbau zu unterrichten. Diese Forderung von Ihnen ist nicht leistbar. Im Mittelstandsförderungsgesetz steht drin, dass in einer Legislaturperiode in der Regel zwei Berichte vorgelegt werden. Und der erste Bericht wird vorgelegt nach etwa 2,5 Jahren. Wenn Sie das gelesen hätten, will ich Sie noch mal auf die Quelle verweisen, das ist der Paragraph 16 des Mittelstandsförderungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern. Daran wird sich die Landesregierung selbstverständlich auch halten und wird dann auch einen Mittelstandsbericht vorlegen, der in besonderer Weise die Interessen des Mittelstandes, des Landes, der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigt. Sie haben es völlig zu Recht gesagt, 99,5% aller Unternehmen sind mittelständisch. Und damit ist das Land breit aufgestellt. Und natürlich geht es in besonderer Weise dem Wirtschaftsministerium darum, dass wir den Mittelstand weiter fördern, dass wir ihm besondere Beachtung schenken und dass wir natürlich auch über die Zielsetzungen und auch über die Fragen der Fördermöglichkeiten und die Ergebnisse dann jeweils berichten werden. Und da können wir dann gerne darüber diskutieren, welche Änderungsvorschläge oder zukünftigen Maßnahmen durchaus auch sinnvoll sind. Von daher stehe ich Ihnen in dieser Frage überhaupt nicht konträr gegenüber, sondern finde nur den Einstieg, den Sie gewählt haben, der passte nun grundsätzlich nicht zum Mittelstandsförderungsgesetz. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage zur Abgeordneten Lerche? Bitte schön, Herr Lerche.
So wie ich eben verstanden habe, sollen alle 2,5 Jahre ein Bericht erstattet werden. Der letzte Bericht kam aus dem Jahre 2015. Nach meinem Verständnis müsste dann bis Mitte 2018 der nächste Bericht erfolgen. Sehen Sie das auch so? Wir reden von einer Legislaturperiode. Ich glaube, die hat am 1. November 2016 angefangen. Dann können Sie jetzt hochrechnen und dann kennen Sie etwa das Datum, wann er kommen wird. Gut. Also manchmal hilft ein Blick ins Gesetz und erweitert den Horizont. Ja, meine Damen und Herren, also wir haben 2 entscheidende Dinge festzustellen. Die Landesregierung wird planmäßig den ersten Mittelstandsbericht zur Mitte der Legislaturperiode vorlegen und zweitens eine umfassende Berichterstattung über den Bürokratieabbau gehört nicht in den Mittelstandsbericht. Soweit meine Ausführungen. Ich bitte die Koalitionsfraktionen, wenn es irgendwie geht, diesen Antrag mangels Masse abzulehnen. Dankeschön. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Herr Schulte. Nee, kann man nicht behaupten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen,